Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Tabakvorstellung auf meinem Kanal. Heute geht es um den Octopus Isla de Margarita. 200 Gramm kosten 17,90 €. Ich weiß nicht genau, von welchem Hersteller der ist, ob der jetzt von der Shisha-Marke Octopus ist oder ob der jetzt vom gleichnamigen Hersteller. Mal im Ernst, wie blöd bist du eigentlich? Ganz arg dolle. Nein. Oder ob der von einer anderen Marke ist, Hersteller ist. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr es wisst. Kommen wir gleich mal zum Tabak. Isla de Margarita. Es soll Limette, Zucker, Minze sein. Das hört sich auf jeden Fall sehr interessant an, finde ich. Und ich würde sagen, wir kommen auch gleich mal zum Geruch und Schnitt. Der Schnitt ist sehr fein. Molasse gut eingezogen, also eigentlich ein perfekter Tabak zum Rauchen, finde ich. Ich zeige euch den Schnitt mal. Kommen wir jetzt mal zum Geruch. Also wenn er einzieht, dann, also wenn er dran riecht, dann kriegt er gleich so eine frische Limette in die Nase und eine leichte Kühle. Ja. Zucker, ich weiß nicht, was der in meinem Tabak so macht, aber riechen tut man ja sowieso nicht. Kommen wir mal zum Geschmack. Ich rauche die Shisha kurz an und wir sehen uns gleich wieder. Kommen wir zum Geschmack. Wenn er einzieht, kriegt er eine schöne frische, aber nicht zu stark, ganz minimal eine frische Minze in den Mund. Dazu kommt eine richtig schöne Limette. Ich finde sie ein bisschen süßlich. Und dazu, ab der so im Abgang kommt so eine, ich finde, so eine leichte Vanillenote irgendwie. Ich weiß nicht, woher die kommt, ob der Zucker das irgendwie macht oder wie auch immer. Aber im Abgang schmecke ich immer so eine Vanillenote. Und ich finde, die Limette und diese Vanille, das harmoniert auch irgendwie zusammen. Also dadurch schmeckt es auch gut. Ob es jetzt so sein soll oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich finde, das harmoniert echt super. Ich werde mir auf jeden Fall von dem Tabak noch andere Sorten holen und die vorstellen. Und ich bin mal gespannt, wenn, falls ihr euch den Tabak holt, wie ihr ihn findet, was ihr für eine Meinung habt, was ihr da schmeckt, schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, das finde ich sehr interessant. Und ich würde sagen, damit verabschiede ich mich auch schon wieder von euch. Lasst mir doch gerne einen Daumen da oben da, abonniert meinen Kanal, lasst gerne einen Kommentar da, ich beantworte sie gerne und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, ciao.